Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge meines Single Let's Plays. Heute wollen wir mal gucken, ob das hier auf der Ostseeküste mit dem Schwaden genauso klappt wie früher auf der Marsch. Nur haben wir hier keinen 6,50 Meter Einzug bei der Presse. Aber wir werden dann sehen, was das Spar dann so ergibt, ne? Ach so, ja, Wenderstufe. Also das ist definitiv der, den ich auf der Marsch auch hatte. Man theoretisch auch den noch kleineren nehmen können, ne? Danke, Psychobeko. Da werde ich auf jeden Fall dann mal für nächste Woche reinschauen in den Link, was du da hast. So, auf Feld 2. Ah, unser Dings ist schon wieder nicht mehr am Arbeiten, wa? Das Schöne ist natürlich an dem hier, dass der schön auf dem Boden, also hinten am Traktor hängt. Und weil er eben hinten am Traktor hängt, macht er nicht so ein, kann man ihn viel präziser steuern. Also hier muss man auf jeden Fall nachher nochmal schwaden. Aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal, denke ich. Aber wir müssen noch mal gucken, was der andere macht. Hat seine Arbeit eingestellt. Ist aber erst bei
85%. Dann fahren wir jetzt hier mal den Rand ab und gucken, wo wir hier noch eine große Fläche finden zum Weitermachen. Ich denke. Ach hier, lass mal erstmal die Bahn hier fahren. So, genau. Lass mal erstmal die Bahn fahren. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich ihn hier hinstellen soll. Stellen wir ihn erstmal hinter die Halle. Vulkanstecke. Was hatte ich denn eigentlich bisher so an Mietkosten? Naja, viel, wenn ich Holz gemacht habe und so rund 4000, wenn ich kein Holz gemacht habe. Insofern, ja, hält sich auch in Grenzen. Und hier können wir ja natürlich auch nachher beim Schwadern dann gucken, dass wir das in ordentlich vernünftigen Schwaden zusammenlegen. Der Vorteil ist jetzt natürlich, wir haben kein Gras außerhalb vom Feld liegen, ne? Also so oder so ganz nah am Feldrand überall haben wir jetzt nicht. Ist natürlich auch von Vorteil, ne? Und auch den Schwader, den der Psychobäcker da angesprochen hat, da bin ich dann mal gespannt. Das ist natürlich nichts mehr, was wir heute noch verwenden können. So, jetzt fahren wir zum zweiten Feld. Da setzen wir den am Feldrand ab. Und dann fangen wir mal an. Und bei der Arbeitsbreite wird es dann auch mit, wir machen es von innen her. Echt schwierig. Das ist richtig, das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Allerdings mit der Arbeitsbreite geht natürlich auch hier das Schwadern schnell. Ja, genau, das ist ja was mich an dem Schwader im Endeffekt gestört hat. Und da vorne hast du jetzt auch, hier weil wir schräg fahren, hast du diese Löcher da drin, wie du siehst, ne? Was aber wohl an der Unebenheit der Felder hier im Endeffekt liegen soll, wie mir gesagt worden ist. Stimmt, auch der Wildwest, ne? Was war dann eine 16-fach, 8-fach-Karte mit den riesen Feldern? Da hast du natürlich mit so einem Spader, wobei da brauchst du ja schon fast was Größeres, ne? Oder? Ach ja, der bescheidene Boden an passende Wände. Aber Paul, du hast jetzt gesehen, ne? Ich habe mir jetzt etwas Kleineres geholt. Und dann wird ab jetzt der Quad gewendet. Es gibt bestimmt noch größere Schwader, ne? Zur Not Test Area. Die haben immer so Riesendinger. Der hat wahrscheinlich auch einen Schwader, da stellst du dich mitten aufs Feld, schaltest es ein, schaltest es aus, fertig. So, ich hoffe natürlich, dass bei diesen zwei Feldern hier wieder Heu machen, natürlich auch wieder genug übrig bleibt, was ich in mein eigenes Lager packen kann, was nämlich dann bedeutet, dass ich auf meinem eigenen Grasfeld natürlich Silage machen werde. Leider haben wir jetzt hier keinerlei Prozentanzeige oder sowas, wie lange das noch dauert hier. Ich hoffe, in der aktuellen Folge kriegen wir das hier noch gewendet. Dann kommt der große Wender in die Schrottpresse. Wir werden definitiv dann nur noch den kleinen Wender verwenden. Und damit eben den Schwad wenden. Den Schwad vom Big M wenden. Genau. Gute Nacht, Paintball. Danke fürs Reinschalten und natürlich auch beim nächsten Mal wieder herzlich willkommen. Hier, Paul, da siehst du es ja wieder, ne? Das grüne Gras, das giftgrüne Gras. Ja, das siehst ja, dass ich ne?
auch noch mal nachgelesen habe und das jetzt auch berücksichtigt habe. Bestimmt dieser Olli Connect, das ist bestimmt dieser Vierkreiselschwader, ne? Sechskreiselschwader. Dafür brauchst du dann aber auch, wie gesagt, entsprechend Feldgrößen und sowas, ne? Und natürlich guten Abend, Olli Connect. Danke fürs Reinschalten. Noch gar nicht gesagt hier. Ja, auf dem Traktor, den wir hier haben, da ist er schon drauf. Wir haben gerade eben, habe ich ihn schon in der Werkstatt auf 125 hoch konfiguriert. Das haben wir allerdings noch nicht getestet, weil die Werkstatt ja quasi gegenüber liegt vom Feld, wo wir gewesen sind. Wollen wir gleich den Spader zum den Wender zum Hof zurückbringen, um den Spader zu holen. Dann geben wir noch mal Gas. Aber bei dem Wunsch, das hier in dieser Folge noch fertig zu kriegen, wird es dann wohl auch bleiben, denke ich. Das werden wir wohl nicht mehr fertig kriegen.
Aber ich hoffe dann doch in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten auf YouTube. Bis zum nächsten Mal und tschüss.